Hallo liebe Masters of the Universe-Fans und Comic-Fans und DC-Fans und überhaupt Fans. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Comic-Review. Wir haben den Masters of the Universe Band 2 hier am Start, und zwar Legenden von Eternia. Das Ganze ist erschienen im Panini Verlag, hat 148 Seiten, kostet 17 Euro, ist ein Softcover, kein Saftcover. Und wir haben hier die Hefte Masters 2 bis 6 verarbeitet und He-Man Origin, Hordak Origin und Skeletor Origin. Ihr merkt schon, hört sich nach viel Einzelheften an. Also Einzelhefte sind ja eh Einzelgeschichten, wollte ich sagen. Tatsächlich sind das alles Einzelgeschichten. Und zwar, dieses ganze Trade Paperback ist ein Sammelsurium von kleinen Einzelgeschichten über einzelne Charaktere. Das sind die Hintergrundgeschichten von He-Man, Hordak, Skeletor, Man-at-Arms, Battle Cat, Randor, Evelyn, Trapjar, Orko. Wen habe ich vergessen? Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Wen habe ich vergessen? Man-at-Arms habe ich schon gesagt. Hordak, Skeletor, He-Man. Naja, auf jeden Fall, ihr merkt schon, das sind lauter Einzelgeschichten zu den Charakteren. Was ich im ersten Moment ein bisschen schade fand, weil es keine wirklich zusammenhängende Story ist. Im anderen Fall ist es aber so, dass die Einzelgeschichten sehr kurzweilig sind und wirklich auch unterhaltsam, sage ich mal. Wir haben immer wieder verschiedene Zeichenstile am Start, die ich schwierig fand. Naja, schwierig nicht, aber wir hatten auf der einen Seite zum Beispiel, seht ihr sowas hier? Ja, also das sieht wirklich toll aus. Das ist wirklich cool gezeichnet. Und auf der anderen Seite hatten wir sowas am Start. Ja, und da fragt sich jetzt jeder, what the fuck? Das habe ich mich teilweise auch gefragt. What the fuck is going on? Nichtsdestotrotz, ist ein cooler Band. Vor allem, weil es halt wirklich auch so unterschiedliche Geschichten sind. Wir haben zum Beispiel die Battlecat-Geschichte von, also a.k.a. Gringer, wir kennen ihn ja. Sie fängt an in seiner Kindheit, wie er so ein kleines Puppy war. Und dann von seiner Familie getrennt wurde durch einen Angriff der Panther. Und dann halt in der schlimmsten, grausamsten Nacht, wo er halt Stunden, tagelang gejagt wurde, sich dann irgendwann durch göttliche Kraft in Battlecat verwandeln konnte und gegen die Panther kämpfen konnte und solche Geschichten halt. Das wäre das von Gringer, von Randor. Das war zum Beispiel, also König Randor, der Weg von einem mächtigen Krieger zum König von Eternia. Ist auch cool erzählt. Ist auch super gezeichnet, macht Spaß zum Lesen. Evelyn zum Beispiel sticht sehr heraus, die Story von Evelyn, weil die komplett in Schwarz-Weiß war und nur ein paar kleine Akzente farblich hervorgehoben. Das hat auch unheimlich Spaß gemacht zum Lesen. Dann haben wir die Orko-Geschichte, die ich euch hier gezeigt habe, die völlig aus dem Ruder läuft und völlig abgespaced ist, weil Orko aus Versehen mal die Realität verändert. Und ja, das habt ihr ja gesehen, wie das dann aussieht, ne? Und was auch cool ist, ist die Story von Trapjaw, dass er halt als einfacher Schurke, sage ich mal, auf He-Man getroffen ist. He-Man hat ihn schwer verwundet und er konnte sich in letzter Minute noch in ein Labor retten und hat sich dann da mit so Nanobots infiziert und die haben ihn halt dann zu Trapjaw gemacht und ist auch geil erzählt. Und ja, Hordak, Skeletor, He-Man, die Origin-Geschichten, die müsst ihr selber lesen, die erzähle ich euch jetzt nicht. Die meisten kennt man ja vielleicht auch schon. Ja, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist der zweite Trade Paperback leider, möchte ich nicht sagen, aber halt nur in Anführungsstrichen ein Sammelsurium von Stories einzelner Charaktere. Hat trotzdem Spaß gemacht, vor allem halt auch, wenn du mal wieder ein bisschen Wissen auffrischen möchtest oder einfach mal kurzweilig eine gute Story lesen möchtest, dann bist du hier auf jeden Fall gut aufgehoben bei dem Trade Paperback. Ja, Freunde, das war's von mir und He-Man. Wir sehen uns demnächst wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bitte kommentiert oder lasst einen Daumen nach oben oder nach unten da. Ist völlig egal. Der YouTube-Algorithmus will es so und mich wird's freuen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet und würde sagen, bis demnächst. Macht's gut, bleibt geekig und nerdig. Ciao!